Hallo, deine Frage mit diesen Ebenen, wenn diese verbunden sind, ob man die wieder trennen kann? Eigentlich nein. Stell dir vor, du hast jetzt diese Ebenen hier verbunden und schon wieder neue Striche gemacht. Dann gibt es jetzt diese Möglichkeit, solange man diese Zeichnung hier nicht über Galerie verlässt. Also wenn du in die Galerie gehst, dann ist alles weg. Also dann kann man es auf keinen Fall mehr trennen. So, und solange du das noch nicht gemacht hast, kannst du natürlich wieder die Schritte rückwärts gehen, bis die Ebenen wieder getrennt sind. Dann sind aber deine ganzen Pinselstriche weg. Ich würde jetzt zum Beispiel, ich fasse jetzt diese Ebenen hier zusammen, mache Striche und verlasse das und gehe wieder in die Galerie raus und gehe wieder rein. Dann kann ich diese Rückwärtsschritte nicht mehr machen. Ich tippe jetzt drauf wie verrückt und kann ihn nicht mehr trennen. Also dann ist alles kaputt. Oder dann sind es fest auf dieser Ebene. Kann man nicht mehr trennen. Ich lösche jetzt das da mal und gehe nochmal. Ich habe da vorher schon eine Kopie angefertigt. Wenn man hier diese Ebenen verbunden hat und jetzt weitergemalt hat, sage ich jetzt mal, ich mache jetzt wieder Striche drauf, dann gibt es jetzt eine Möglichkeit, die man machen kann, ist, einmal kann man diese Leinwand jetzt, also nicht verlassen, das Bild, Leinwand kopieren, drei Finger wischen, einfügen. Das ist jetzt dieses. Und halt, ich mache den Schritt nochmal rückwärts. Und zwar nochmal. Also diese Leinwand kopieren. Und jetzt mit den Fingertippen die ganzen Striche rückgängig machen, die Ebenen zusammenführen, rückgängig machen. Und da man jetzt ja diese Leinwand kopiert hat, kann man mit drei Fingern wischen und das noch einfügen. Und dann hat man das wieder, was man vorher gemalt hat, auf eine Extra-Ebene. Und jetzt wird es leicht kompliziert. Und jetzt kann man diese kopierte und eingefügte Ebene auf hart mischen tippen. Nein, nicht hart mischen, Entschuldigung, nicht hart mischen, sondern auf die Differenz setzen. Und jetzt kann ich hier wieder diese Leinwand kopieren und eine Maske machen. Mit drei Fingern wischen, einfügen. Und jetzt kann ich wieder die Leinwand kopieren, drei Finger wischen und duplizieren. Nicht duplizieren. Drei Finger wischen und einfügen. So. Also es ist wirklich tricky. Und jetzt habe ich wieder alles auf getrennten Ebenen. Und das da kann ich nochmal duplizieren und zusammenfügen. Dann habe ich dieselbe Farbe wieder ungefähr. Es ist sehr kompliziert. Aber normalerweise kann man nicht mehr zurück. Also tschüss.